Jeder, der nicht live vor Ort sein kann, ihr könnt meinen Fight und die ganze Veranstaltung Stekos Fight Night live verfolgen. Yo Champs, ich bin's mal wieder in den letzten Tagen ziemlich oft, ich weiß. Videos werden gerade rausgeballert, bam, 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 eins nach dem anderen. Aber in den letzten Tagen ist natürlich sehr, sehr viel passiert und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da war zum einen der Beitrag in der Bild-Zeitung über mich und über die ganze Polizeigeschichte. Dann das Fernsehen war bei mir am Mittwoch, dem 9.3. wurde es ausgestrahlt auf der ARD. Heute am 10.3. kommt es auf SWR 18.45 Uhr. Da kommt ein super Beitrag über mich, über diese ganze Geschichte. Wenn ich den Mitschnitt habe, dann stelle ich den natürlich auch online für euch. Der Grund aber, warum ich dieses Video eigentlich mache, ist, ich habe eine wirklich große Ankündigung für euch. Das habe ich gestern Abend erst erfahren. Jeder, der nicht live vor Ort sein kann, ihr könnt meinem Fight und die ganze Veranstaltung Stekos Fight Night live verfolgen. Das heißt, es gibt einen Livestream und zwar auf www.runfighting.de. Ich poste euch unten den Link. Da müsst ihr euch registrieren. Ich weiß nicht, ob es was kostet. Wenn es was kostet, ist es nicht viel. Und dann könnt ihr euch die ganze Veranstaltung anschauen. Das heißt, alle Fights, den Walk-In mit Lumara komplett, mit der Rapperin, die da sein wird, ihr habt es ja mitbekommen. Meinen Fight, die Highlights und so weiter, ja. Also ihr könnt alles verfolgen, eine richtig coole Sache. Alle anderen, es wird eine Zusammenfassung der Highlights geben, circa 0 Uhr auf Sat1. Und die, wo da live dabei sind, die sind sowieso dabei. Und die sehen ja dann alles live, da freue ich mich besonders drauf. Wir sehen uns natürlich nach meinem Fight. Ich denke mal, ich werde noch bezüglich meinem Fight ein Video machen. Und dann gehen wir wieder in die Routine rein. Das heißt, dann kommen wieder regelmäßig Tutorials, kampfsportspezifische Videos, Ernährung und so weiter. Deswegen in letzter Zeit vor dem Fight waren sehr viele Sachen, habt ihr mitbekommen, die gerade nicht so tutorialmäßig waren oder dass es irgendwie Trainingstipps oder so von mir gab. Das war ein bisschen klein gehalten in letzter Zeit. Aber wie gesagt, nach dem Fight versprochen, geht das wieder. Jetzt war der Fokus eben auf meinem Kampf. Beziehungsweise heute geht nochmal eine lockere Trainingseinheit. Morgen geht es zum offiziellen Wiegen und am Samstag wird der Ring gerockt. Ich wünsche euch was, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein. Ich kann das hier gerade... Euer Michi.